Hi. Nochmal. Hi. And welcome. Hi. Die machen sich über meine Brüsten lustig. Hello. Stell dich mal kurz vor, wer bist du? Ich bin der Kasim, 56 Jahre, komme aus Köln. Ich bin Günay, 39 Jahre alt, Kerlan. Hallo Leute, ich bin Sedat Çokgezen, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, ich bin Schauspieler und ich habe ein Restaurant. Das ist mein Sohn. Ich bin Berat, mir geht's gut und ich freue mich aufs Video. Hi Leute, mein Name ist Hasan Çokgezen, bin 25 Jahre alt und komme aus Köln. Du hast bei deinen beiden Töchtern auf deinen Waden tätowiert, ne, Dina? Kannst du die mal zeigen? So einmal Jada. Jaden und Jada. Süß. Und ich bin der Papa. Heute habe ich türkische Peter eingeladen. Warum? Ich werde ihnen heute einfach mal deutsche Sprichwörter geben. Und ich möchte, dass die diese interpretieren. Deswegen, ich denke, das ist ein cooles Experiment. Passend zum Thema deutsche Sprache, schwere Sprache, habe ich mir zusammen mit Google Play etwas überlegt. Und zwar stelle ich euch die Spiele-App Wortguru vor. Die sind halt ein paar Buchstaben. Aus diesen Buchstaben musst du einfach ein Wort kreieren. Fuck. Yeah. Aber aus diesen gleichen Buchstaben noch ein Wort. Rot. Das Geile ist halt, es wird immer schwerer. Und ich will gegen euch antreten. Gegen Ende des Videos werde ich meinen Highscore euch zeigen. Und ihr sollt dann euren Highscore bei Instagram einfach mit dem Hashtag WortguruEmra posten und mich markieren. Und dann gucken wir, wer gewonnen hat. Jetzt kommt Papierkram. Das ist Vertrag. Wie lange lebst du schon in Deutschland? Seit 79. 79? Wie viele Jahre sind das? 30, 39. Du warst noch nicht geplant, glaube ich. Nee, ich war bestimmt gar nicht geplant. Ich bin schon 14 Jahre alt. Seit 14 Jahren lebe ich. Ach so, du bist vor 14 Jahren gekommen. Ja. Okay. Ihr beide seid in Deutschland geboren und aufgewachsen. Habt ihr schon mal in der Türkei gelebt? Ich habe gelebt, 4 Jahre. 4 Jahre. Wie kam es dazu, dass du hierher gekommen bist nach Deutschland? Wegen Arbeit? Wegen Arbeit gekommen hier. Wenn du zu Hause mit deiner Familie redest, redest du eher auf Deutsch oder Türkisch? Mehr Deutsch. Meine Kinder können auch ganz wenig Türkisch. Die reden nur Deutsch. Ja, ich rede auch mit meinen Eltern mehr Deutsch. Wie viele Sprachen sprecht ihr? Türkisch, Deutsch, Englisch. Ja, und Russisch nur Körpersprache. Zeig mal. Aber wenn du denkst, wenn du träumst, denkst du so auf Deutsch oder auf Türkisch? Auf Türkisch, klar. Auf Türkisch denkst du. Ja. Manchmal, ich muss übersetzen. Du musst in deinen Kopf übersetzen auf Deutsch. Türkisch oder Deutsch? Also wenn wir jetzt bei deinen Eltern sind? Bei meinen Eltern? Bei deiner Mutter, bei meinem Vater? Mehr Türkisch. Ja, doch, mehr Türkisch. Auf welcher Sprache träumt ihr oder denkt ihr? Russisch. Auf Deutsch? Man sagt der deutsche Sprache, man sagt der deutsche Sprache schwere Sprache. Findest du auch, Deutsch ist eine sehr schwere Sprache für die Zunge? Nein. Oder? Für mich ja. Ja? Ja. Warum? Für die Zunge, für? Für Zungen dann oder? Ja, Artikel der, die das. Der, die das, immer so. Das heutige Thema ist ja, weißt du schon? Kennt ihr welche deutschen Sprichwörter? Ja, gibt es. Nicht gibt es, kennst du welche? Ja. Peach, gar kein Sprichwort, deutsches Sprichwort. Nee, auch nicht? Boah, mir fällt gerade nichts ein. Echt nicht. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt nicht ein. Wie man in den Wald ruft, kommst du zurück. Ja, das ist auch hier drin. Walla? Ja. Auch wieder Deutsch, gibt's ja nur 3. Kennst du türkische Sprichwörter auf Türkisch? Zum Beispiel? Sakla zamanı, gel zamanı. Sakla zamanı, gel zamanı. Gülme komşuna, sıçarlar ağzına. Gülme komşuna, gelir başına. Başına. Aynen öyle. Ich fang erstmal einfach an. Das kennt jeder eigentlich, der hier aufgewachsen ist, denke ich mal. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Hast du schon mal gehört? Nee. Nein. Schaut man nicht ins Maul. Was ist Gaul? Fair. Fair? Maul. Keine Ahnung. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Hast du das schon mal gehört? Nee. Nein? Nee. Du? Wo bist du geboren? Nur Frage nee, Hannover. Hannover, ne? Ja. Da? Okay. Warum? Gaul. Hier, Faulenzer, so du
Schuft oder so. Nee. Was? Man guckt nicht in sein Maul. Dann, Moment, das heißt dann für mich, wenn dir jemand was schenkt, du sollst damit zufrieden sein. Ja, richtig. Gaul, du Gaul. Das ist so Pferd. Nee, komm ich nicht drauf. Nee. Ah, kennst du das nicht ich auch? Hochmut kommt vor dem Fall. Schon mal gehört? Hochmut, nee. Hochmut, nee. Hochmut. Hochmut. Ohne. Hochmut kommt vor dem Fall. Haben unsere Kölner irgendwie andere Sachen, die die immer sagen? Oder kommt mir das so vor? Hochmut, Hochmut. Sich selbst überschätzen, Überheblichkeit führen zum Fall bzw. scheitern. Hochmut kommt vor dem Fall. Ach, Fall von so Fallen. Fallen. Ich denke auch ein bisschen Polizei, weißt du? Ich meine, ja, okay. Das ist ja mein Problem. Aber wenn die... Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Loben? Was loben? Loben, also gut reden. Hm? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nein, definitiv nicht. Lass erst den Tag 24 Stunden vorbei sein. Ja. Dann wissen wir auch, was wir geleistet und getan haben. Und wir dürfen uns nicht vorher loben. Ist das so? Also vielleicht, dass man sich nicht zu früh freuen soll? Ja, richtig. Den Tag nicht vor dem Abend. Man soll den Tag den, ja, nicht man soll vor den Tag leben, Abend. Mal gucken. Ja, ja, so in der Art. Du kommst gerade ins Bettchen rein und legst dich hin. Wir haben den Tag genossen und geschafft. Es gibt einen Anruf. Dein Mann hat einen Unfall und ist tot. Ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber warte. Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder ist sein Glücks Schmied. Jeder Mensch, wenn er was macht, der ist da Profi. Jeder ist seines Glückes Schmied. Herkes kendi mutluluğu için yaşar. Kendi mutluluğu için çalışır. Çalışır. Yani herkesin kendi... yani... Lass dein Bruder mal antworten. Ja. Also ich... Moment, Schmied ist Demir, Demirci. Eisenmacher. Jeder beschreibt seinen Weg selber. Ja. Also mit den ganzen Sprichwörtern, was die Deutschen drauf haben, die habe ich echt nicht drauf. Ja. Sehe ich ganz offen und ehrlich. Und hier? Mein Großvater, der war ein Schmied. Ah, dein Großvater war ein Schmied? War ein Schmied. Unsere Nachname heißt Demirbasch, Eisenkopf. Ach was! Dann ist jeder bestimmt für sein eigenes Leben. Ja! Jeder, weißt du so. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich heute was falsch gemacht habe, heißt es nicht, dass das dein Problem ist. Verstehst du? Das ist mein Problem, das ist mein eigenes. Hau Krieg! Man darf es schon selber loben. Ja. Ist auch ein Sprichwort. Ja. Ja. So, aber das kennst du jetzt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Schon mal gehört? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Apfel fällt, ja, das kenne ich. Der Apfel fällt nicht vom Stamm. Ich hab's gehört. Also ich glaube, das heißt, dass die Familie immer zusammenbleibt? So nicht ganz, bisschen. Armut. Armut dibine düşer. Ja. Ben kebap seviyorum. O da kebap seviyor. Onu da seviyor. Yani. Ja. Das ist zum Beispiel mein Sohn sieht, mit dem redet und dann kann das Wort benutzen, wenn derjenige mich kennt. Ja, richtig. Ja. Kinder haben Aussehen oder Verhalten von ihren Eltern geerbt. So. Und das Ding ist... Habe ich aber gut beschrieben. Ja, ne? Sehr gut beschrieben. Sehr gut. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Nee, habe ich nicht. Den kenne ich auf jeden Fall. Wald? Weit. Wald. Ormana nasıl bakarsan, öyle sana yansır, geri gelir. Yani ormana nasıl bağırsan, geri döner. Was kann das bedeuten? Yani o Türkiye'de de var. Ya, ne demek? Ne söylense o sana geri gelir yani. Ne ekersen onu biçersin. Aynen. Wenn du irgendwo gegen irgendwas fantasierst, wie du fantasierst, so kommt das zurück. Nein. Wie du zu mir, ich so zu dir. Genau. Bruder, verstehst du, was ich meine? Guck mal, Wald ist ja so, deswegen sagt man ja so, wenn du bist aggressiv, so, ne, gehst in den Wald, schreist du so und dann sagst du,
geben. Und dann kommt das so, ah, das ist die kommt zurück. Ja. Und dann sagst du, Sam, gib mir das. Und dann passt kein Türke in einen Wald rein, weil der denkt, auch da kommen sie hinterher. Und bei den Deutschen ist so, du gehst in den Wald und dann sagst du, jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Kommt wieder zurück. So. Aber das kennst du. Jeder Topf findet seinen Deckel. Hm. Ja. Kennst du, oder? Was heißt du? Was nicht passend ist, muss passend gemacht werden. Nein! Tencere kapak. Her tencere kapağını bulur. Tencere kapak heißt das. Okay. Tencere yuvarlanı kapağını bulur. Ja. Ich meine, jeder findet halt irgendwann seinen Partner halt, ne? Ja. Das Ding ist auch, man macht heute auch alles ohne Deckel. Gerne. Weißt du, was ich meine? Und dann? Ja, dann kocht halt schneller. Da ist halt so, macht keinen Deckel drauf, kocht halt. Ja, andersrum eigentlich. Stille Wasser sind tief. Oh. Das ist gut schon. Dazu können wir viel sagen. Stille Wasser sind tief. Ja? Schon mal gehört? Ja, ich habe gehört. Was bedeutet das? Dann Wasser, aber die Unterwasser ist viel tief. Ja. Aber wenn man das zu Menschen sagt, wenn Menschen stille. Stille Wasser sind tief. Die Leute, die nicht so viel reden, von denen musst du Angst haben. Von denen musst du Angst haben, genau. Mhm. Ne? Glaubst du daran? Doch. Ja, gibt's Prozente. Alle guten Dinge sind drei. Ja. Schon mal gehört? Ja. bir iş yaparken, yani bir hata yaparken, yani wenn Fehler machst, wenn du irgendwas machst, ne, sind einmal machst du Fehler, zweimal machst du Fehler, dritte Mal dann ist vorbei, ne, irgendwann ja. Ist tschüss. Das andersrum. Und zwar beim dritten Mal klappt, sagt man so. Ja. Wenn erstmal nicht geklappt, musst du nochmal versuchen, nicht geklappt. Beim dritten Mal könnte klappen. Wenn nicht klappt, dann musst du aufhören. Ja, das stimmt. Wie gewonnen, so zerronnen. Schon mal gehört? Ja. Ganz lange her. wie gewonnen? Ja. Zerronnen? Was ja, heißt wieder zerronnen? Kaputt. Ja. Wenn du mit deiner eigenen Kraft was nicht verdienst, gewinnst oder so, ne? Sagen wir Lotto gewinnst, gibst du aus, so, als wäre nicht dein Geld. Das ist gute, sehr gute Idee. Aber nicht ganz richtig, aber das ist auch gut. Guter Gedanke. So gewonnen? Wie gewonnen? So zerronnen. Lass den auf seine Art und Weise, vielleicht versteht er das. Weil ich würde jetzt sagen, wie gewonnen, so verloren. Ja. Kannst schnell gewinnen, kannst schnell verlieren. Ja. Kaum hat man sich etwas verdient, so ist es auch schon wieder ausgegeben. Ja, aber für mich passt das nicht. Warum? Passt nicht. Aber wenn du mir 10.000 Euro gibst, ne? Und das Geld gebe ich leer ausgeben, weißt du, so Party machen. Ja, ja. Ist warm, ne? Hey, ich bin neben dem. Aber du schwitzt allgemein nichts. Ja. Bei dem ist vom Sport, bei mir wegen den Drogen schwitzt. Bei dem würden die das jetzt auch noch alle glauben. So, deutsche Sprichwörter, wie findest du die? Schwierig? Nicht schwer. Schwer? Ja. Super. Deutsche Sprichwörter, türkische Sprichwörter, die sind das ja nicht aus dem Arsch, weißt du, was ich meine? Die haben das philosophiert und alles gemacht und getan und haben gesagt, das passt dazu, das passt dazu. Hat viele Rechte. Also oft war nicht gelogen, Wörter, ne? War okay. Ja, die haben uns nicht angehört. Ein paar gibt es in Türkisch auch. Mhm. Passend zum Video habe ich euch ja schon am Anfang erzählt, dass wir hier so eine coole Spiel-App haben. Das Spiel heißt Wort Guru. Damit könnt ihr vielleicht ein bisschen lernen, wie man hier Wörter verbindet. Hier sind vier Buchstaben. Ja. Und daraus Wörter machen, zum Beispiel ein Dreiwort. Was könnte man da verbinden, ein Wort daraus kriegen? Richtig, Rat. Arzt. Check. Kapitel 2. Das öffnet auch das Gehirn. Ein. Ja. Am Anfang des Levels ist natürlich, fängst du mal einfach an. Und dann wird es immer mehr und schwieriger. Und dann kann man auch ein bisschen was für die Sprache tun. Ja. Jetzt nach dem Video habt ihr Bock, mehr Sprichwörter so euch anzueignen? Komplett Deutsch werden. Alles auch ich werde komplett lernen. Deutsch ab dem, ja, vorbei. Ich bin verheiratet, weg, Ursula her, fertig, aus. Sportlich, ja. Wir haben uns das erste Mal gesehen. Ja. Ich schwöre es dir, so sympathisch. Ja? So direkt. Wow. Ich habe direkt gesagt. Ja, und du hast richtig schöne Augen, mein Lieber. Das ist Hammer. Das sieht man in der Kamera ganz gut.
Und du hast ein gutes Herz. Immer so innere Werbung. Also wie ihr seht, ist schon schwierig, auch bei der Gruppe, die hier aufgewachsen ist. Aber die haben es im Großen und Ganzen schon gut gemacht. Und hier, wie versprochen, ist mein Highscore von der Spiele-App WordGuru. Meint ihr, ihr könnt mich überbieten? Dann macht das mal. Postet dann den Screenshot von eurem Highscore auf Instagram mit dem Hashtag WordGuruEmra. Der Link zum Spiel ist in der Infobox. Könnt ihr im Google Play Store runterladen. Damit kann man auch was für machen. Wollt ihr mehr Videos mit den beiden? Dann zeigt mir Daumen nach oben. Ciao. 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 Ja, danke fürs Mitmachen. Danke schön. Danke.